Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Es geht nach Irland. Ich stehe gerade noch ganz alleine, aber wir werden die Jungs gleich in Dublin treffen. Boah, ich würde sagen, let's go. Irland, Leute, Irland, wir sind da. Ich glaube, ich habe den ersten Kobold gesehen. Komm mal mit. Der erste Kobold? Ich bin hier als Begleitperson. Ich kann euch zeigen, where we are going. I've marked the route. Und in grün sind die Übernachtungen. Krass. So, wir sind jetzt hier in Dublin und wir gehen hier hoch. Wir übernachten heute Nacht in Belfast. Das wird eine Spritze, das sage ich euch. Aufsteigen! Archery Ranch, Game of Thrones, Movie, Set, Experience. Der Mann kann lesen. Do you know, nice breakdown how the archery here. Great ribbon, sir. Unreal. Wow. Alter, ich habe genau in die Mitte getroffen. Robin Hood steht ganz schlecht da. Nein, doch. Jeder kriegt jetzt drei Schüsse mit dem Bogen. Mal gucken, wer gewinnt. Let's go. No! I went looking. Whoa. Ui! Das ist wie eine 10. Auf Jakob-Level. Oh! Ay, das sieht aber schlecht aus. Oh! Ja! Oh! Ja! Nein! Nein! Oh! Nein! Warte! Der kratzt! Nein, der kratzt nicht! Der kratzt gar nichts! Nee, der kratzt gar nichts! Nee. Definitiv nein. 62. Okay, weil Tim jetzt verloren hat, muss er jetzt seinen Schuh da hochstellen und wir können jetzt alle einmal schießen und vielleicht treffen wir den Schuh. Das ist wirklich, ich bin so ein Sneakerhead. Früher habe ich immer Schuhe geresellt und das ist mein teuerstes Paar, was ich mir jemals gekauft habe. Ja? Oh Scheiße, Mann. Oh fuck. Bin ich auch besser. Ich hab echt Angst gerade. Okay, erster Schütze, Louis. Oh! Oh! Oh. Ja. Ja, Jojo, komm! Jojo darf zwei Schüsse. Du kriegst zwei Schüsse. Wie funktioniert das? Drei Finger zurück und dann Ellbogen. Ich will dann. Good job, Jojo! Es war gerade wie, als würdest du einen Pfeil in mein Herz schießen. What up, Day 2 heute auf der Glenshane Country Farm. Wir gucken heute mal an, was die Schafe hier so machen. Let's go! Besser Man als ich. Okay. Der Sonne. Wir sind jetzt hier in Nordirland beim Giant's Causeway. Das sind diese Steine, die wie Treppen aussehen. Anscheinend gibt es hier eine Legende, dass das die Fußabdrücke von Riesen sein soll. Und ich würde sagen, wir checken es jetzt mal ab. Aber was will ich sagen, Irland hat so eine schöne Natur, so unberührt. Ich habe das Gefühl, hier ist die Welt in Ordnung. Voll krass, diese ganzen Steine hier, die haben ja voll die besondere Form. Das war vor 60 Millionen Jahren Lava hier ins Meer reingeflossen ist und dann abrupt abgekühlt ist, als mit Wasserkontakt kam. Kleiner Funfact am Rande. Was machen Sachen? Falls ihr euch fragt, warum Sechsecken, das ist einfach die Natur. Also die Natur besteht aus Sechsecken. Genau. Nee, pass auf. Es ist nämlich so, falls ihr euch fragt, warum zum Beispiel auch Bienenwaben sechseckig sind, die sind nämlich am Anfang eigentlich rund. Und dadurch, dass die rund nebeneinander sind, entstehen hier kleine Lücken. Und durch die Schwerkraft werden die Lücken aneinander geglichen. Und sechseckig ist eben die perfekte Form für die Schwerkraft. Krass.
Grüß so, Leute, Gott. Wir sind jetzt hier in Ballantyne Harbor. Hier wurde auch Game of Thrones gedreht und gehen jetzt Kajak fahren. Let's go! Geh Kajak fahren! Wir fahren ca. 30 Minuten bis zu unserer Destination. Wir werden dann schön Hochseefischen gehen, bei gediegenem minus 5 Grad. Jeder, der möchte, könnte auch seine eigene Köder ins Wasser halten. An dieser Stelle wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Trip an diesem wunderschönen irischen Morgen. Gut, Kinder sind die Hunde und Waldmanns Fisch. Danke. You're a skipper for the day. Morning. So this is a man with all the knowledge about fishing and anything to do with fishing. I know nothing. I have no English. Don't speak English. Sprachenlernen Bubble. Okay boys, just keep an eye on me for 2 seconds. I'll show you how this gear works and then we'll go on out. Leave it there till we get out. When I get out, stop the boat. Take the weight off the handle of the reel. Make sure your hooks are clear. Go fishing. Angel umdrehen. It was at this moment that he knew he fucked up. Hey, Julian hat einen Fisch. So, das war's von der Catch and Sea Experience hier am Port Stewart Harbor. Jetzt gibt's gleich erstmal Frühstück und dann schauen wir, was der Tag dazu bringt. Da ist eben ein Mann reingekommen mit diesem riesen Bottich mit frischem Brot. Es hat gerochen, als es hier reinkam. Also wirklich unfassbar. Es war irgendwie eine schöne Erfahrung, so dass wir den Fisch selber gefangen haben und ihn jetzt hier essen dürfen. Muss man auch dazu sagen, ist ja im Endeffekt auch so das Nachhaltigste gewesen, was man hätte machen können. Einfach mit der Angel rein, ohne Beifang. Und wir haben auch natürlich die kleinsten Fische auch wieder reingeschmissen. Also gibt es ja tausende von Richtlinien, die man beachten muss. Also ist schon alles hier fair gefangen. Und jetzt essen wir unsere 3-4 Fische, die wir halt Catcher über den Tag. So Leute, wir sind jetzt in Malinhead, das ist der nördlichste Punkt von Irland und Fun Fact, hier wurde Star Wars der letzte Jedi auch gedreht, also richtig coole Location, weil wir sind alle richtig große Star Wars Fans. Let's go! Was ist denn mit Carsten los? Was hast du? Also, seid ihr noch ganz sauber? Jo. Oh no, the ship has arrived! Kurze Insights zum Film, hat Spaß gemacht? Ja, ist ein Blockbuster geworden. Was haben wir denn hier? Die Elevator Daddies gehen jetzt Golf spielen.
hab's raus. I doubt it. So Leute, Loch 1, los geht's. Julian macht den ersten Schlag. Sag mal, was du kannst. Ganz weiter hinten. Im Einlochen war ich nie ein Profi, Jungs. You guys are either good at sex or good at golf. There's no in between. Stay left and the next thing you know, off my head and across the fairway on the other side. Komm Junge, jag ihn! Ich glaube, ich schaff's weiter als Julian. Ah, oh, hör mal. Ja, Prognose erfüllt. Julian hängt im Bunker fest. Das ist jetzt mein 7. und ich glaube, das ist für jeden Golfer die totale Folter hier. Was ein Tag, ey. Es fühlt sich an wie vor einer Woche, dass wir auf dem Boot waren. Aber wir waren heute Morgen um 6 Uhr auf dem Boot. Danach waren wir klettern und jetzt sind wir hier in diesem Resort und haben gerade Golf gespielt. Jetzt geht's noch zum Dinner. Was ein crazy Tag. Wir sehen uns morgen. Ciao. Ich gehe jetzt mit Benne spazieren. Irgendwie habt ihr voll den Partner-Look. What's the difference? Der soll wohl richtig aggro sein. Guck mal, wie man den versucht zu streicheln. Hey, der hat gar keinen Bock. Das ist mein verlorener Bruder. Habe ich wiedergefunden. Ich bin eigentlich Ihre. Okay Leute, das war nun Donald, unser Busfahrer, das ist echt ein Ehrenmann, der hat uns die ganze Zeit begleitet. Wir sind jetzt in Dublin, das ist unser letzter Stop, wir werden hier noch ein bisschen die Stadt erkunden. Heute haben wir noch einen ganzen Tag hier, morgen auch noch und dann geht's direkt abends schon nach Hause. Jetzt unser letzter Tag in Irland ist leider angeschlagen. Jetzt machen wir noch eine Foodtour hier in Dublin und später geht's zum Airport. Aber jetzt gucken wir erstmal hier, was wir für Cheese essen. Runde 1. Round 1. Prost, Bro. Will jemand ein bisschen Mustard? Okay. Voll lecker. Schmeckt! Ich glaube, das wird heute eine 10.000 Kalorien Challenge. Also Step 1 ist auf jeden Fall hiermit erledigt. Ich bin schon fast statt. Geht immer was rein. Ich nehme hier so Feinkost mit. Ich habe jetzt Trüffel und schwarze Knoblauchpaste. Schwarze Knoblauch habe ich glaube ich noch nie gegessen, aber der soll anscheinend doppelt so intensiv schmecken wie normaler. Julian, what are the odds, dass du die ganzen Trüffel jetzt auf einmal isst? 15. 3, 2, 1, 11. Fast 11 gesagt. What are the odds, dass du den Trüffel isst? What are the odds? 3, 2, 1, 15. Erst der Schuh, jetzt hier. Ich bin Ehrenmann, ich esse den kleinen, du den großen. Der sieht richtig lecker aus. Lecker Trüffel. Habt ihr das jetzt schon ohne mich gegessen? Ich hab gesagt, wir sollen auf die warten. Alter, ist doch kacke. War stark, Bro, durchgezogen. Ich die wieder den Julian oder die hat Speck feiert immer. Ice cream. Typical Irish ice cream. So, also wir wissen ja ungefähr, was es für Sorten gibt. Das ist ziemlich crazy. Es gibt sowas wie Sea Salt, es gibt Brown Bread, es gibt Lemongrass, so, es gibt alles Mögliche. Jeder probiert jetzt mal und wir müssen raten, was wir haben. Gin. Das schmeckt nach gar nichts. Ich glaube, ich habe das Lemon. Leute, wollt ihr mal ein Quiz haben? Welches Wort kommt aus Irland? Das Wort Quiz. Krass. So Leute, kommt mit rein. Ich habe selbst nicht mitbekommen, was das jetzt ist. Aber das kriegen wir jetzt bestimmt nochmal raus und wir haben Hunger. Okay Leute, wir haben es rausbekommen. Wir essen jetzt hier Austern. Das ist eine irische Geburtstagstorte. Happy Birthday zum 6. Geburtstag. Lunch. In Irland ist es anscheinend traditionell, dass man zu seinen Austern das Guinness trinkt. Und deswegen, jetzt trauen wir uns mal an die Austern. Das ist wirklich lecker. Ja. Lecker mit dieser Vinaigrette.
Nice. Ja, wir sind inzwischen bei Stopp. Ich weiß gar nicht mehr. Ich bin eigentlich schon echt voll. Wir alle. Jetzt machen wir den nächsten Stopp. Gucken wir, was hier auf uns wartet. Ihr macht jetzt daraus Butter. Butter? Ach, krass. Genau. Krass. Ich habe richtige, normale, irische Butter. Das geht so schnell? Krass. Ich habe bei den Fische. Jetzt können wir auch tatsächlich mal auf YouTube, wie hier Jakobs Geheimnis und sein größtes Hobby revealen. Butter schlagen. Butter schlagen. Ich glaube nicht. Was? Das Ergebnis? So, da ist unsere Reise auch schon wieder vorbei. Für uns geht es jetzt zurück nach Deutschland. Wir haben alle unsere Sachen gepackt. Wir hatten hier genau 4 Tage vollgepackt, haben einfach super viele Eindrücke hier gesammelt, sind sehr, sehr dankbar für die Zeit. An der Stelle auch nochmal ein riesen Dankeschön an Tourism Ireland, die das Ganze hier organisiert und möglich gemacht haben. Das war wirklich perfekt, da hätte es nicht sein können. Schaut euch auf jeden Fall Irland an, wenn ihr die Chance dazu habt. Es ist wirklich ein unfassbar schönes Land. Wir sind alle echt sehr, sehr glücklich, dass wir hier gewesen sind. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet und die Glocke aktiviert. Dann verpasst ihr auch nichts. So Leute, das war's mit dem Video. Bleibt auf jeden Fall dran. Wir geben jetzt wieder richtig Gas auf YouTube. Wir haben schon einige Videos wieder im Kasten. Also seid gespannt. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao. Ciao.